Ach, moin, moin. Ich habe ja gar nicht mitgekriegt, dass ihr auch da seid. Bin hier gerade so beschäftigt, Putz- und Flickstunde, Zeltplane fertig machen. Ja, seid gegrüßt. Der Jürgen hatte mich angeschrieben bezüglich Thema Kautabak. Ja, Kautabak, was nehme ich da? Ich habe, wo habe ich es? Hier in der Tasche, muss ich einmal jetzt gucken. So, hier ist der Kautabak. Ich nehme den von Oliver Twist. Das ist jetzt hier der Original. Und ich nehme den Royal. Der Original, der ist schön würzig, angenehm. Der riecht auch richtig würzig. Und hat so eine leichte Lakritznote, aber nur eine ganz leichte Lakritznote. Und dann der Royal, der riecht richtig Lakritze, nach Lakritze. Also der ist richtig intensiv. Da gibt es auch noch andere Geschmacksrichtungen. Ich glaube Sunberry oder wie das heißt, so ein leichtes Fruchtaroma. Dann gibt es welche, die, ja, ich glaube Frosted nennt sich das. Das ist eher so wie so eine West-Ice-Zigarette, aber das ist nicht so mein Fall. Ich mache das lieber, wenn das so ein bisschen würzig ist. Und wie der Original oder hier der Royal. Ja, und wie nimmt man den ein? Ganz einfach, in der Packung steht das auch drin. Eine Tabakpastille zwischen Kiefer und Wange legen, das natürliche Nikotin wird langsam freigegeben. Sollte ein kräftiger Geschmack gewünscht sein, Tabakpastille einfach leicht ankauen. Nach Gebrauch muss die Tabakpastille entsorgt werden, nicht schlucken. Also ganz einfach, man nimmt sich hier so ein kleines Stückchen raus. Das ist hier in so einer Vakuumtüte eingeschweißt. Man nimmt sich da so ein kleines Stückchen raus. Ja. Könnt ihr das besser sehen? Also das sind keine großen Stücke. In so einer Packung sind auch nur 7 Gramm drin. Das sind ganz kleine Dinger. Seht ihr das, wie klein die sind? So, und die schiebt man sich hier oben dazwischen. Genauso. Und dann lässt man die einfach da sitzen. Wenn der Geschmack nachlässt, dann einfach einmal kurz ein bisschen ankauen. Mehr nicht. Und einfach da wieder zwischen Kiefer und Wange. Und dann ist gut. Und die kann man wohl gut eine Stunde ungefähr so im Mund behalten und dann lässt langsam der Geschmack nach. Ja, von dem Nikotingehalt, ich habe das selber auch nur nachgelesen, also man tippt darauf, dass es so ungefähr wie so wie 2 Zigaretten sind, wenn man das Ding eine Stunde dann so im Mund hat. Ja, so viel zum Kautabak. Ich hoffe, euch hat das kleine Filmchen gefallen und Jürgen, du bist jetzt schlauer. Ja, schönen Abend noch und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ich melde mich ab. Ciao.